Live Oaks. Das ist immer die Frage, wohin fährt man da mit einem TD? Standardposition ist natürlich in der Mitte am Haus. Fährt man auf die Nullerlinie hier auf C0, läuft mehr Gefahr, dass das ganze Gefecht an einem vorbeizieht, weil man erst dann wirken kann, wenn der Süden verloren ist. Und dann geht man auch relativ schnell auf, wenn man Pech hat. In der Stadt hat man auch nichts zu suchen mit dem TD. Also erstmal ans Haus gucken, was in der Mitte gespottet wird. Unser Problem ist, wir haben keinen einzigen Light. Also hier zwischen Nomad und Haus war auch kein Platz, also andere Seite, Type 61 außerhalb der Darstellung, also auch nicht zu beschießen. Jetzt muss ich warten, bis die Burrasque aus der Häuserzeile auftaucht und runterfährt, um dann irgendwas zu spotten. Fährt sie noch ein Stück weiter, zweiter Treffer, Spielende. So, und dann sind wir blind in der Mitte. Das heißt, wir müssen jetzt darauf hoffen, dass der Süden gewonnen wird. In der Stadt sieht es gar nicht mal so gut aus. Schon steht es 2:2. So, jetzt war meine Überlegung, ich fahre schon mal zurück, um gewappnet zu sein. Jetzt ging der Nomad auf, in der TD-Position gegenüber. Kurz anhalten, umdrehen. Ja, jetzt war er zu. Einzielen, da ist er. Jetzt fährt er außerhalb der Darstellung. Schuss, Treffer. Und versenkt. Schöner Blindshot. Dafür ist ja der Waldgeist, ist ja die Su 130 eigentlich auch ganz gut geeignet. So, der Süden, da sieht es immer noch ganz gut aus. Da ist kein einziger Gegner, dafür im Norden kein einziger Grüner mehr. Wir liegen 3:5 hinten. Und das war für mich das Signal, mich zurückzuziehen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Gegner jetzt über die A-Linie oben pushen werden oder beziehungsweise vorrücken werden. Die werden nicht über die Freifläche, über die B-Linie kommen, das heißt südlich der Gleise, sondern wenn nördlich. Problem hier ist, das hat der andere Su jetzt gerade auch, man kann sich meiner Meinung nach nirgendwo so gut hinstellen, weil wenn ich an den Busch da vorne rechts neben dieser Scheune oder was das ist, mich hinstelle und dann einmal schieße, dann gehe ich direkt auf. Und wenn ich mich so weit hinter den Busch stelle, dass ich nicht aufgehe, kann ich ja auch nicht auf was schießen, weil ich müsste es ja selber spotten. Also weiter zurückziehen. Mein Gedanke war, der PTA müsste jetzt mal sich verlagern, was er da vorhat. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hatte ich gedacht, er hat den richtigen Gedanken, aber er bleibt da stehen. Ich habe es jetzt auch angezeigt und geschrieben, dass irgendwer diesen Bereich nördlich der Bahngleise spotten sollte. PTA fährt einmal so zaghaft gucken, spottet aber nicht, also weiter zurückziehen. Weil wenn die einmal da hinten an den Gleisen über die Gleise kommen, dann ist für mich Spielende. So, hier im Süden sieht es immer noch gut aus. Dort, da sind sie schon alle angekommen. So, Type 61 ist raus. Jetzt war ich auf der Suche nach der besten Position. Ist gar nicht so einfach. Rohrneigung ist okay, aber jetzt auch kein Kracher für den für die Suche. Schuss. War der zweite Kill. Leider gehe ich dabei auf. Also hieß es wieder hinter die Gleise. Östlich davon ein bisschen in die Senke. Wenn wir auf die Minimap gucken, im Süden sieht es jetzt auf einmal gar nicht mehr so gut aus, wo wir eben noch komplett dominiert haben. Also Map Control ist anders, steht zwar 5:6, aber wir sind 2700 HP hinten, 5:7 jetzt. Und ich bin immer noch auf der Suche nach der optimalen Position. Fahr da so ein bisschen hin und her und gucke immer, wo könnte ich selber was sehen, ohne direkt aufzugehen. Von
Vom Süden her drohte noch keine Gefahr. Nehmen wir in der Zeit schon mal den dritten raus. Gehen dabei wieder auf. So, jetzt kriegt der Nomad vor mir. Ich kann leider auf den BZ nicht schießen. Der wird da auch noch eine ganze Weile stehen. Also da passiert jetzt nichts. Mein Zugpartner konnte auch nicht auf den schießen. Hatten wir uns kurz verständigt. So, der Süden, da ziehen sich unsere zurück. Das heißt, jetzt haben wir genau das Ding. Wir werden in Zange genommen. Im Norden. Gut, sind nur noch zwei Panzer. Der Type 68 lungert ja auch noch irgendwo rum. Ja, unser BZ auch. Und im Süden haben sie unseren Vorstoß abgeblockt und pushen jetzt ihrerseits. Also war mein nächster Gedanke, scheiß auf den BZ im Norden. Die pushen jetzt den Süden. Also gehen wir in die typische TD-Position. Und hoffen, dass das halbwegs funktioniert. Zugpartner steht ja innerhalb der Gleise. Also wenn da einer hochpieken sollte oder vorfahren sollte, das würde er schon regeln. Aber zum jetzigen Zeitpunkt 0 Kills. So, und da kommt der Erste. Der BZ, den hatte ich immer in der, auf der Minimap noch im Auge. Der steht aber immer noch da, wo er die ganze Zeit stand. So, und jetzt hieß es erstmal unten im Süden helfen. Tschüss. Vierter Kill. Da ist der Fighter schon mal da. 4 bis 5 Panzer zerstört. 4 habe ich. So, nachgeladen. Da im Süden kommt der Nächste. Oh, der ist dann schon weg. Aber die kommen ja schön der Reihe nach. Dass wir schön alleine abfrühstücken können. Jetzt steht es 9 zu 7 für uns. Wir sind HP-technisch auch vorne. Tschüss. Fünfter Kill. 399 Schaden. Alles billige Kills. Ne? 435 beim Kampfpanzer, 424 beim Type 61, 297 beim Löwen. Also das ist alles nicht, dass man jetzt hier ordentlich HP oder ordentlich Damage macht. Der BZ steht immer noch an der gleichen Stelle. Pixel schaut auf den scharfen Tour. Zur Abwechslung mal einen Treffer ohne einen rausgenommen zu haben. So, jetzt im Norden habe ich gedacht, jetzt könnte der BZ doch mal vorfahren. Macht er aber nicht. Ja, die hält da rein. Bringt auch nichts. Er fährt aber nicht vor. Da ist er. Tschüss. 370 Schaden. Nächster Kill. Und damit ist Warrior da, weil ich den sechsten Kill gemacht habe. Zupan hat jetzt auch einen Kill, geht aber leider zeitgleich raus. Er zerstört den, der ihn zerstört hat. Also 2 Kills für ihn und Spielende. Und jetzt war ja nur noch die Arti und der Kontrokaro da. Aber habe ich jetzt noch gesagt, von dem kriege ich eh nichts mehr ab, weil ich der Meinung war oder eigentlich zu 100% sicher, dass der T10 den jetzt weggrätscht oder die Arti. T10 tut sich aber ein bisschen schwer. Oder, sag mal, annähernd 4-mal so viel, 3-mal so viel HP noch hat. Er fängt sich aber jetzt ein. So. Und er lebt immer noch. Pixel Shot. 7. Kill. 370 Schaden. So, und ich verrate nicht zu viel. Jetzt haben wir schon 5000 WN8 auf der Uhr, wenn ich von der Arti nichts mehr abkriege. Da ist das Gefecht dann auch zu Ende.